bisschen später im Verlauf des Videos ein Feedback dazu, ob das was Empfehlenswertes ist. Und zwar geht es um auch für die Pediküre. Das finde ich super spannend. Obwohl ich noch
Ich möchte euch jetzt gerne erzählen, wie es war, das Ganze auf die Nägel aufzutragen. Und ich habe das jetzt seit anderthalb Wochen drauf und glaube, kann schon ein kleines Feedback geben. Die ich unter anderem verwendet habe. Kommen wir erstmal zum Auftragen. Also es waren doch wesentlich mehr Schritte, als ich erwartet hatte. Ich habe das zusammen mit meiner Schwester gemacht, dadurch war das natürlich auch lustig und unterhaltsam, aber wir haben fast 1,5 Stunden gebraucht, um 7 Fingernägel fertig zu bekommen. Ich denke, umso öfter man das macht und umso geübter man darin wird, umso schneller geht das dann auch und umso besser werden auch die Ergebnisse. Also das berücksichtige ich definitiv jetzt in meiner Beurteilung auch schon. Die Schritte an sich waren sehr, sehr simpel und einfach. Man muss sich halt nur die Zeit auf jeden Fall dafür einplanen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich dann für diese Farben hier entschieden. Meine Schwester hat das Rosa und das Rot genommen. Und das Auftragen an sich ist wirklich nicht schwer. Das kann auch jeder, da muss man auch nichts können. Wo es dann tatsächlich schwieriger wurde, also ich habe wie gesagt das Grün genommen und das Blau jeweils noch auf einem Nagel. Wo es dann tatsächlich schwieriger wurde, war der Teil, wo es um das Feilen ging. Das habe ich auch definitiv noch nicht richtig raus. Weil man muss sich dann einfach das, was man quasi vielleicht halt über den Nagel hinaus aufgetragen hat, das muss man sich halt hier an den Seiten dann abfeilen.
gerade bei dem Nagel hier habe ich das halt nicht so richtig hinbekommen. Aber das ist einfach eine Übungssache, wo man halt auch einfach erstmal herausfinden muss, wie halte ich am besten die Feile, wo geht die am besten ran, wie stark darf ich die auch benutzen und aufdrücken. Ich denke, das kommt dann einfach mit der Übung. Und ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Haltbarkeit. Also sowohl ich als auch meine Schwester, wir haben einfach einen Alltag, der nicht nägelschonend ist. Und es ist noch der komplette Lack quasi, wenn man das so sagen kann. Das ist ja alles so eine Pulverform, aber die Farbe ist halt noch komplett drauf auf allen 10 Nägeln. Jetzt fängt das Ganze natürlich an, fokussiert das, so langsam herauszuwachsen. Ich glaube, das wird dann auch bei mir der Punkt sein, wo ich es quasi, und dazu gehören ja hier dann diese Klemmen, wo ich es dann quasi entfernen und abmachen werde, weil es dann zu weit rausgewachsen ist. Und was ich gemerkt habe, aber das kommt halt, weil ich noch nicht so sauber gearbeitet habe, bei den Gelnägeln wurde immer gesagt, dass die Nägel Luft ziehen, also dass man die quasi dann hier hinten, dass die sich quasi so ein bisschen aushebeln, dass die also nicht mehr komplett mit dem Nagel verbunden sind. Aber da hatte ich bei Gelnägeln größere Schwierigkeiten. Das hier bemerkt man tatsächlich kaum. Ich darf halt auch nicht daran herumspielen. Manchmal bleibt so, was man so bemerkt beim Haarewaschen, so ein einzelnes Haar mal kurz darunter stecken oder so. Ansonsten stört mich das tatsächlich noch nicht. Und ich denke, im Großen und Ganzen werde ich die Nägel so in diesem Zustand sicherlich 2 bis 2,5 Wochen drauf haben können und dann werde ich es neu machen. Einfach weil ich so ein Mensch bin, den das dann stört, wenn der Nagel dann an sich zu weit rausgewachsen ist und man den Naturnagel wieder so stark sieht, dann werde ich halt einfach diese Klipse dann benutzen. Ich denke, das geht dann auch sehr simpel. Da macht man halt einfach dann das beigelieferte Zeug drauf, die Clips drauf und lässt das dann einfach so einwirken. Und dann soll sich das wohl gut ablösen. Das Ding ist halt dann nur, wenn ich es neu auftragen will, dass ich mir dann wieder 1,5 Stunden Zeit nehmen darf, um das neu zu machen. Was ich aber auf jeden Fall auch tun werde. Also wir haben auch schon mit meiner Schwester überlegt, dass man vielleicht dann auch so Nagelsticker noch verwenden könnte. Oder wir haben auch schon verschiedene Techniken gesehen, wie man die Nägel sich quasi gestalten kann. Und ich werde das jetzt nicht permanent machen. Also ich werde mir das nicht abmachen und wieder raufmachen und das so alle 3 Wochen, sondern einfach immer mal wieder, wenn ich so Bock zu habe. Aber ich finde es tatsächlich eine sehr gute Alternative. Es hat geklingelt. Eine sehr gute Alternative zum Nagelstudio und ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, das Ergebnis. Ich verlinke euch alles von DoNails unten in der Infobox und auch nochmal meinen Rabattcode und dann könnt ihr euch das Ganze auch sehr gerne selber nochmal anschauen. Tschüss!